So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und irgendwie ist es dunkel, aber ich habe alle meine Sachen. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen, sagen wir mal, Tennis gespielt mit den Eingeborenen. Das fand ich schon ein bisschen scheiße von denen, aber sie haben sich dann doch noch ein bisschen bei mir entschuldigt. Und ich weiß jetzt gerade nicht, woher das Piepen herkommt. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde. Okay, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört. Ich habe plötzlich ein Piepen in den Ohren. Kennt ihr vielleicht? Müsstet ihr kennen, wenn ihr Mensch seid. Kommt einfach plötzlich. Da denkt man sich so, ja. Nee. Radiosender. Ist das zu so klein? Hat schon was von einem Radiosender, wenn man so ein Piepen in den Ohren hat. Ich hoffe mal, heute werde ich nicht weggeworfen hier. Jedenfalls so lange, bis ich das hier fertig habe, hoffe ich mal, dass die mir hier nicht wieder ankommen. Ist zwar sehr unrealistisch, aber könnte echt klappen, wenn ich gut aufpasse. Dann überlebe ich das auch. Oh, ich habe doch Essen, durch Essen Leben bekommen. Also brauche ich nicht zwingend Medikamente. Schon mal gut. Und das blieb drin. Auch gut. Das klappt ja alles, wie es soll. Ja, ich bin schon zufrieden mit diesem, mit dieser neuen Version. Wo ist eigentlich die Musik hin, die immer kommt, wenn ich hier in die Nähe komme? Ist hier weg? Keine Ahnung. Das kommt die immer. Das hat auch schon öfters mal gespackt. Hier war ich nämlich schon mal offscreen, sag ich mal so. Da kam die manchmal, da kam die manchmal nicht. Weiß man nie. Hackt der da nicht mal mehr richtig drauf? Ich hätte lieber eine bessere Axt. Aber mit dieser Axt kann ich hier halt blocken und deswegen nutze ich die. Fall, Baum! Fall! Ich hoffe mal echt, dass der Multiplayer hier relativ schnell rauskommt. Ich wüsste da schon jemand, mit dem ich spielen würde. Also entweder mit meinem Bruder und oder ihr wisst schon wen. Oder eben nicht, aber das spoilere ich euch doch nicht. Müsst ihr selbst herausfinden. Wer das so wohl sein könnte. Gut, ich habe mehrere Freunde, die dieses Spiel besitzen, also hundertprozentig kann man da nicht gut raten. Das ist natürlich jetzt scheiße für mein Haus, da hier die ganzen großen Bäume weg sind, aber dann kann auch kein Einwohner hier einfach so dran springen und dann sich so sagen, YOLO, scheiße. Ich scheiß auf deine Mauer.
Toter Baum. Ist da gerade was lang gelaufen? Habt ihr da auch gesehen? Ist doch gerade so weit wie ein Schatten vorbeigelaufen, oder nicht? Ich meine echt mal jetzt. Da kam gerade was so lang gelaufen wie so ein Ureinwohner. Pardon, Inselbewohner. Ureinwohner ist was anderes. Sag ich jetzt nur mal her umgebildet. Nein, ernsthaft, das sind keine Ureinwohner, wenn die nicht, naja, ihr wisst schon. Man weiß ja nicht, wie lange die hier schon sind, deswegen. Vielleicht waren das auch mal Touristen. Aber gut, dann würden die nicht solche Geräusche von sich geben. Dann würden die eigentlich schon unsere Sprache sprechen können, also von daher. Und ja, selbst wenn diese Touristen vor was weiß ich wie vielen Jahren hier gelandet sind, dann würden die immer noch unsere Sprache sprechen können, da deren Eltern die auch können. Das würde sich nicht einfach so einfach weg sein. Das ist so. Jetzt mich verarschen. Wo sind meine Skills? War doch hier der Schlitzer. Hat da gerade jemand geschrien? Ich war hier doch immer der Schlitzer, der hier alles an Getier rumschlitzt und jeden Uhr. Ach, Mist. Inselbewohner. Mit ein paar Schlägen einfach so auf die Schnauze fallen lässt. Der Skill geblieben. Oh nein. Essen. Und schon geht's mir wieder besser. Jetzt bin ich wieder voll aufgefüllt. Mit allem. Ich nehme mir, glaube ich, echt mal die hier. Im Moment kommt hier eh kein Inselbewohner. Kann man das ruhig mal machen. So. Umgefallen. Baum kann es auch umfallen. Das erlaube ich dir. Na, du darfst nicht umfallen, du kippst um. Verstanden. Verstanden. So ist gut, Junge. So ist gut. Jetzt rede ich schon mit Bäumen. Gut, mit was willst du sonst reden hier in einem. In so einem. Was weiß ich, was das ist. Wald. Mit Blättern. Ich wurde beobachtet von Hasen.
ist bestimmt der Geheimdienst der spionierenden Hasen. Wir kennen ihn alle. Und warum habe ich jetzt wieder das andere? Wir wissen alle um die Gefahren, die dieser Geheimdienst birgt. Ich frage mich eigentlich, ob die anderen Sachen, die ich da gestern darunter fallen lassen habe, immer noch da sind. Kann ich gleich mal gucken. Oder ob die einfach wieder weggespawnt sind. Das ist ja vorhin in den vorherigen Versionen immer so gewesen. Ich guck mal, ob das immer noch so ist. Ja, die sind weg. Schade. Ich drücke übrigens gerade nicht die Abwehrentaste. Der wehrt trotzdem ab. Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ah, man muss nicht mehr gedrückt halten. Ich brauche nie wieder irgendwas tun. Ich kann die ganze Zeit hier durchgehen. Mir passiert nichts. Und hier kann ich jetzt super gut sehen eigentlich. Schon geil. Einfach mal den Wald abholen, wie so ein dreckiger Mensch, ey. Dreckige Menschen. Die den Wald abholen. Das geht natürlich echt nicht im Real Life. Das geht nicht. Das macht man nicht. Auch wenn ich ein Roboter bin, ist mir die Natur hier natürlich nicht egal. Ich bin nicht so einer von den Typen, die einfach ihren Müll einfach überall hinwerfen. Dreckige Säcke. Wenn du das tust, dann fühl dich bitte als dreckiger Sack angesprochen. Denn du weißt, dass du dir damit nur selber schadest, oder? Gut, ist ja dein Lebensraum, ne? Aber der gehört auch vielen anderen. Und nein, in 10 Jahren wirst du nicht die Welt regieren. Ganz sicher nicht. Dafür werde ich sorgen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, eigentlich stehe ich dafür nicht. Ich stehe für was ganz anderes mit meinem Namen. Aber das will ich noch nicht verraten. Das wird noch kommen. Weit, weit entfernt in der Zukunft. Wo ihr alle schon Oculus Rift habt. Wahrscheinlich nicht, aber irgendwann. Irgendwann. So, einfach mal einen Snack essen, weil ich zu faul bin, jetzt nochmal zum Dingens zu gehen und mir da Essen zu machen. Und dann sieht das schon wieder aus, als müsste ich gleich wieder neue Bäume abfällen. Können Tiere denn immer noch durch Wände gehen? Ich will nämlich auch durch Wände gehen, ey. Hallo, Tiere sind voll imbar. Können alles. Die können durch Wände gehen. Die können sterben. Und wachen danach nicht in irgendeiner dunklen Höhle auf, um den Ausgang zu finden. Wäre absurd für die. Okay, das wird schon mal geil hier. Das wird geil. So ein richtig riesiger Baum hier. Warum habe ich nicht ganz oben Haus gehabt? Geht aber leider nicht. Wäre cool, aber geht nicht. Und vor allem, wie sollte ich da hochkommen dann? So unlogisch.
müsste ich schon so eine Leiter dran haben, also so eine wirkliche Leiter, an der ich nicht hochlaufen, also hochspringen muss, sondern wohl eher hochlaufe. So eine Leiter, die einfach geradeaus nach oben geht. Kann man sich da auch hochziehen, das geht dann wohl. Fick dich, ich will keinen Regen. Hier. Warum brauche ich noch 8, ey? Das kann gar nicht. Ist unlogisch. Wenn da nur noch eine Mauer ist, in die 6 Flöcke reinpassen, wieso brauche ich da noch 8? Oder habe ich hier noch was anderes gebaut? Nee, oder? Habe ich nicht. Wüsste ich. Alter, die kommen ja immer noch nicht. Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Ja, wahrscheinlich haben sie schon ihren Spaß ausgetobt, als sie letztens Tennis mit mir gespielt haben. Ich fand das auch nicht so toll. Wurde schnell langweilig, ne? Oh, das ist aber jetzt ein Bug. Ich brauche noch 3, aber hab schon das jetzt gleich fertig. Wahrscheinlich noch mal kurz unten hin, leuchte das aus. Ich muss sagen, an meinem alten Punkt, da war das leicht sicherer, würde ich sagen. Ah, guck mal da mal unten. Schöne Pappkameraden habt ihr hier aufgestellt. Tolles Atelier. Aber mehr gibt es ja auch nicht zu bestaunen, oder? Na, immerhin. Snickers und Lumpen. Die ich nicht mal essen, nehmen und essen kann. So. Alter, ich wusste doch, dass der Hasengeheimdienst hier vorbeischaut. Sie sind überall. Da liegt ein Toter. Na, da fällt mir doch was ein. Probieren wir es. So wie die coolen Leute das machen, ne? Was war das für leuchtes Zeug? Ich höre andauernd welche schreien, aber dann sind die wieder weg. So, da haben wir auch schon den Kopf von Blue Man Group in Weiß. Oder auch nicht. Ja, das wird ja auf jeden Fall aufhalten, ganz bestimmt. Und hier einfach der Riesenbaum mit meinem Haus dran. Sieht einfach geil aus. Ach, dieser Drecksack. Esse ich noch mal kurz was. Na, auf jeden Fall haben wir das hier schon mal fertig, ne? Auch wenn mir hier noch angezeigt wird, dass wir noch 2 Loks brauchen. Für was auch immer. Weil hier ist nichts mehr.
lösen soll. Fuck. Aber so richtig. Was war das? Hä? Warum ist der Busch umgefallen? Alter, warum ist der jetzt so klein geworden? Die waren immer so riesig vorher, jetzt sind die voll klein. Liegt wahrscheinlich daran, dass man jetzt mehrere auf einmal kochen kann, was eigentlich ziemlich unnötig ist, da man eigentlich nur einen braucht, um sein ganzes Essen wieder voll zu kriegen. Ziemlich unnötig. So, jetzt sind wir auch wieder hier oben, da sieht man auch relativ wenig. Oh, ich wusste, es ist doch der Hasengeheimdienst schon wieder auf der Spur. Dort hinten war eben einer. Okay, gehen wir pennen. Und speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.